haben ihn gefangen. Wer ist er? Muss. Oh nein. Nein. Wechseln Sie mit 1, 2, 3 Waffen und Humanitär. Alle sind voll. Aber der ist lautlos, also behalten wir den nochmal bei. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Okay. Scheiße, sind ja noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Leck haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile. So eine Scheiße. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wieder... Schau. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Au. Mit Ton. Ja, ich würde aber sagen, ich speichere hier erstmal das Spiel und mache an dieser Stelle Schluss mit dem Stream. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich denke, ich lege so ab 11 Uhr los und dann machen wir hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich von allen Stream-Zuschauern. Tschüss und bis demnächst.